Um 13 Uhr ging die Sirene bei uns los. Wir haben den Befehl bekommen, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Ehresried und Mussenhausen. Als wir hier an der Einsatzstelle eintrafen, haben wir eine verletzte Person vorgefunden, die schon durch Ersthelfer betreut wurde. Die Aufgaben unserer Feuerwehr war das Absichern der Unfallstelle, dann die Betreuung der verletzten Person und natürlich auch das Aufräumen der Unfallstelle. Besonderheiten gab es noch, dass Öl aus dem PKW ausgelaufen ist und wir das noch in den Griff bekommen mussten. An diesem Einsatz war noch die Nachbarwehr aus Mussenhausen alarmiert. Sie wurde nachalarmiert nach uns.